Eine unternehmerische Universität bedeutet, dass die Wissenschaftlichkeit das oberste Unternehmensziel ist, dem sich alles andere unterzuordnen hat. So beginnen viele Karrieren, doch nur selten gelingt eine Laufbahn wie die seine. Professor Dr. Herrmann ist als Chemiker berühmt und als Präsident berüchtigt. Vor 18 Jahren noch war die TU München eine einfache Hochschule. Unter seiner Federführung wurde diese Hochschule zu einem akademischen Hochleistungszentrum. Dafür steht der Präsident mit seinem guten Namen. Wettbewerb spielt hier eine große Rolle, der Gedanke des Wettbewerbs. Dort muss man nicht mitmachen, aber es gibt ihn. Und wer nicht mitmacht, bleibt auf der Strecke. Eine lange Strecke liegt jetzt hinter ihm. Es wird Zeit für den Rückblick. Im kommenden Jahr werde ich 18 Jahre Präsident dieser Universität sein. Das erfüllt mich mit einem gewissen Stolz. Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber dafür gibt es dann Jüngere. Professor Dr. Herrmann will die Jugend fordern. Eben. Und sonst? Ja, gut. Und sonst muss man sich als altgedienter Spitzenakademiker einiges anhören. Wie man sieht, hat Professor Herrmann auch damit kein Problem. Es dauert eine Weile, dann ergreift er wieder selbst das Wort. Ja, dann haben wir hier Human and Social Sciences opening up the new horizon of Tums University Culture. Wie wirkt das auf dich? Es wirkt, als sei er nach wie vor mit Leidenschaft dabei. Ansonsten hat sich im Laufe der Jahrzehnte einiges geändert, vor allem die TU. Es war relativ rasch klar, dass es mir gelingen könnte, die Technische Universität zu modernisieren. Und zwar grundlegend. Und das hat mich hier im Amt und in der Motivation gehalten, wobei ich zugebe, dass mir der zunehmende Abstand von meiner eigenen Wissenschaft immer eine schmerzliche Erfahrung war. Das waren noch Zeiten. Als Chemiker machte er seine wertvollste Erfahrung. Nicht jeder Versuch führt gleich zum großen Durchbruch. Doch nachher ist man immer klüger. Das ist mir in meiner wissenschaftlichen Karriere wiederholt so gegangen. Und so ist es auch eben bei Managementaufgaben. Man lernt auch aus Misserfolgen dazu. Doch die Misserfolge waren selten. Deshalb gibt es auch heute einen Grund zu feiern.